Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Warzone und wieder Auferstehung 1. Ja, Warzone macht zurzeit übel viel Spaß irgendwie. Vor allen Dingen mit Scuff-Controller. An die Leute, die es interessiert, ich spiele gerade mit dem Scuff Impact PS4, einfach von Scuff Gaming. Ja, eigentlich ganz nicer Controller. Der Xbox Elite Series 2 ist auch ganz gut, aber zurzeit spiele ich mit dem hier. Und ich land eigentlich immer, egal ob ich Solo, Duo spiele, eigentlich immer im Town Center. Eine gute Stadt eigentlich. Das heißt, Stadt ein guter Ort. Und hier ist auch in der Nähe meistens eine Vorratsstation. Muss nicht immer so sein, aber hier landen auch meistens ein paar. Einfach immer direkt hier auf der Kiste. Die ist ganz nice. Liegen hier noch ein paar Waffen. Perfekt wäre es jetzt natürlich, hätten wir eine Panzerplatte noch direkt gefunden. Wir sind hier einmal im Kreis gelaufen. Wie so ein, wie nennt man das? Maus und. Oh mein Gott. Feind erledigt. Den Rest des Trupps mit der Taktikkarte aufspüren. Hinter mir ist noch einer, das sehe ich ja doch auf der Map. Mit den Stim. Nice. Er ist natürlich nicht genau, wo der ist, aber hier sind schon ein paar draußen. Okay, der ist sehr low. Mein Gott, dieses Teil, was er da hingestellt hat, ist ja richtig ekelhaft. Eigentlich hätte ich ihn pushen müssen. Aber wir chillen mal kurz. Hier drüben ist auch noch ein Gegner. Ah, nice Warzone. Nice Texturen. Wo ist denn der Typ jetzt? Ist er hier hinten drin vielleicht? Nee. So, das ist nur kaputt gegangen. Ich stelle mal hier auf eklig eine Claymore hin. Eigentlich hab 2 MPs, bringt mir halt nicht so viel. Aber wir gehen mal direkt hier das Haus pushen. Keine Ahnung, was hier mit den Texturen falsch ist. Nehmen wir doch das mal direkt mit. Ich glaube, halt hier oben ist direkt einer. Naja, da ist einer. Das haut er natürlich ab. Was hat er denn jetzt? War der das? Nee, ne? Nee, das war ein anderer. Hat er ja auch gerade eine Sniper in der Hand. Das war ein anderer. Wo ist denn der hingerannt jetzt? Abschuss bestätigt, den Rest haben wir auch geordnet. Ey, bitte. Das hatte ich gestern auch einmal das Problem in der ersten Runde, die ich nach langem mal wieder gespielt habe. Und dann in der nächsten Runde war eigentlich wieder alles okay. Also ich glaube, es liegt einfach nur, keine Ahnung. Zweiten Runde war es eigentlich gut. Ich habe mich jetzt auch nicht aufgewärmt oder so. Oh mein Gott, dieses Visier. Ich habe ja gefühlt nichts gesehen. Dachte schon, das war's jetzt, ja. Einfach drauf geschossen. Ich habe die Waffe eigentlich für Long Range mitgenommen. Weil jetzt können wir. Ich dachte, dass diese Zweier-Panzerplatten. 2K9. Ja, die nehme ich mal mit. Oh, vielleicht noch ein Stim. Nice. Nee. Jetzt können wir uns auch hier unsere Ausrüstungslieferung holen. Gehen wir mal hier nach hinten. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich wollte eigentlich erst die hier rauswerfen. Jetzt kommt sie halt hier oben an. Die Klasse kann ich. Ah, ne. Wir
eine offene Moin. Stelle im feindlichen Netzwerk. Ihre Ablenkstationen finden und die Daten sichern, wo ich würde mich so aufregen, ne? Heute war nicht dein Tag. Aber wie gesagt, ich kann euch die Klasse nach der Runde natürlich auch zeigen. Ich spiele hier die DG56 und die Striker 9. Eigentlich ganz geil. Beides. Vor allen Dingen die Striker 9 finde ich sowieso einer der besten MPs mit FSP Swarm und so. Und die DG56 gefällt mir generell sehr gut. Weiß nicht, ob ich die da pushen soll, weil da ist einer und da ist einer. Oder oben steht auch einer. Ja, wie gesagt, die Dreischusswaffe eigentlich sehr nice. Vielleicht, man kann auch diese, wie heißen die nochmal? Die Taku Thronturm aktivieren. Diese Taku Eck irgendwas, die da so neu dazugekommen ist, kurz vor Warzone 3. Die kann man auch spielen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal jetzt hier. Oh, hat er auf mich geschossen? Ich schwimme mal kurz hier rüber. Und pushen den mal hier, der hier gerade gelandet ist. Weil der ist hier noch irgendwo. Schreckt mich nicht gleich. Und holt mich von hinten. Kein Plan, wo der ist, ne? Da oben sind auf jeden Fall auch welche, glaube ich. Beziehungsweise einen habe ich ja gerade gesehen. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel, ich höre hier doch einen. Ah, das war's für dich, ne, mein Lieber? Das war's leider für dich. Er wollte hier chillig landen. Ich habe ihn hier gehört, wie er hier runtergekommen ist. Und ich hole ihn weg. Wir haben eigentlich Gasmaske fehlt uns halt noch. Aber sonst geht eigentlich, ja. Feindlicher Einsatzschild. Da ist auch einer gelandet. Hey, darüber gehen ist dumm, weil die Zone ist ja eh hier. Können wir auch hier bleiben? Halt nur ein bisschen problematisch hier. Aber 15 Westen. Eigentlich alles gechillt. Eigene Klasse noch nicht einmal geholt worden. Bis jetzt läuft's eigentlich. Wir haben ihn geholt, aber ich glaube, ich habe hinter ihm noch einen Gegner gesehen. Verdammt, das war knapp. Aber habt ihr gesehen, die Klasse ist echt geil. Die Klasse ist ehrlich geil. Ja, da hinten ist einer. Weil die killt halt auch schnell. Und ich finde den Sound und das Handling von der Waffe alles eigentlich sehr geil. Vor allen Dingen der Sound, ja. Der Sound. Deswegen habe ich auch den Schalldämpfer hier drauf. Den Schalldämpfer. Und es hat trotzdem nicht viel Rückstoß. Da hinten fährt einer mit einem Jetski oder was? Was ein Typ, er fährt einfach lang. Wie gesagt, die Striker zeige ich euch. Sehr, sehr geil. Ich spiele schon seit mehreren Tagen mit der Klasse hier. Macht auf jeden Fall sehr Spaß und ist sehr zu empfehlen. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Kostet euch keinen Cent. Aber wir gehen mal hier hoch. Schussverkauf beendet. Preise angepasst. Wo ist denn der kleine Schlawiner jetzt? Ich glaube, er ist hier unten reingegangen, oder? Okay, nice. Timos gelöscht. Der hat keine Zeit mehr. Er ist doch hier schon die ganze Zeit rumgelaufen. War bis jetzt noch nicht einmal geholt worden. Sehr nice. Noch nicht ein Tod in dieser Runde. Keiner hat es bis jetzt geschafft. Sollen wir absteigen hier von seinem Ding?
von seinem Jetski. Ah, Reichweite reicht leider nicht. So, wo könnten denn jetzt noch welche sein? Es sind noch 7 Gegner. Wir gehen mal hier hoch. Oh, oder auch nicht. Ist ein bisschen offen. Auf jeden Fall ist da safe jemand auf dem Dach. Und wo die anderen sind, weiß ich nicht, ja. Ah, da sehe ich es, ja. Oh mein Gott, die Zone ist direkt bei mir. Was für ein Jackpot hier. In die Häuser kann man leider nicht reingehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und da landet direkt einer. Oder das war's für dich. Du brauchst nicht noch auf Krampf hier ein paar Sachen versuchen. Das war's. Du hast mir nicht mal einen Schaden gemacht. Aber GG ist an dieser Stelle. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen Money. Was ich sagen wollte, in den Häusern da vorne, wo die Zone direkt ist, kann man ja nicht reingehen. Deswegen gehen wir hier rauf und suchen ein paar Leute. Und sobald die hierher kommen, ist eigentlich so gut wie tot, ja. Wir sind perfekt gemoved eigentlich. Wir sind wirklich perfekt gemoved. Haben uns perfekt positioniert. Aber ich muss natürlich dann auch dahin, wenn das Gas kommt. Werden, glaube ich, alle da vorne sein. Denk mal, hier wird jetzt keiner kommen von hinten. Oder nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Ich habe leider keine Granate mehr. Weiß noch nicht, ob pushen so sinnvoll ist. Ja, war nicht sinnvoll, weil da vorne einer ist. Ah, er Schild bekommen. So, nice, den haben wir auch. Wir haben 10 Kills, Bro. Was ist das für eine kranke Runde? Aus der kleine Schlawiner von hier unten. Keine Ahnung, wo der hin ist, ja. Ich habe Angst, dass er hier irgendwo hockt. Wo sind denn die alle, ja? Hä? Die campen ja alle maximal, Junge. Ah ne, da sind 2. Und wenn der dritte jetzt hier hinter mir ist, ist nicht so geil, aber wenn die alle da sind, dann könnte eigentlich alles okay sein. Oh mein Gott, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen jetzt nach hier moven. Ja, er wird mich holen. Ja, was soll ich machen, ja? Ich konnte nichts machen. Schade, ja. Sehr schade. Was kann ich denn jetzt hier machen? Schade, schade. Auf jeden Fall 10 Kills. War eigentlich eine Baba-Runde. 10 Kills. Sehr, sehr, sehr geil. Schreibt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt noch einmal die Klasse. Haben wir hier die Striker 9. Und ich lasse einfach so kurz hier, mache einfach Pause, guckt euch das an. Und ja. Habe ich nicht sogar für die Platin? Ah ne, da muss ich noch ein paar Weitschüsse zu machen. Habe ich noch nicht den Bock dazu gehabt. Ihr könnt ja auch wieder einfach kurz Pause machen. Und, oh sorry, einfach kurz Pause machen und abfotografieren. Oder einfach Pause machen, ins Spiel reingehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde das Wort dazu jetzt nicht. Und dann hier habe ich noch gar nicht geändert. Einfach Stim und Wurfmesser rein. Ist eigentlich ganz gut. Und das hier habe ich auch nicht geändert. Der macht einfach irgendwas hier. Geist oder so. Weiß ich nicht. Irgendwas, was ihr geil findet.
Und ja, wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Auf jeden Fall ein sehr geiles Gameplay, finde ich. Weil 10 Kills, wir sind nicht einmal gestorben, außer am Ende halt. Wir hatten direkt gefühlt unser Loadout. Ich habe euch gezeigt, dass das Loadout eigentlich sehr, sehr gut ist. Und wie gesagt, wir sind nicht einmal gestorben. Sehr, sehr geile Runde, ja, kann man da sagen, was man will. Wir sind Dritter oder Vierter geworden. War ein bisschen unlucky da am Ende. Aber sonst haben wir die Gegner eigentlich sehr, sehr gut vernascht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.